Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute starte ich zu ganz einer schönen Tour auf den Chasseral hoch. Ich verlasse jetzt hier meinen Startort und gehe Richtung dieser Schlucht, wo man da im Vordergrund sieht. Schönes Dorf. Da ist sich noch eine Katze am sauber machen. Gerade ein Haus umgebaut. Da ist noch der Bach, an dem werde ich ja dann auch noch folgen. Interessantes Häuschen mit dem Brunnen. Da vorne eine schöne große Linde. So, ich habe mit dem Aufstieg begonnen. Ich habe heute einen heftigen Aufstieg, aber es ist jetzt noch schön morgen, schön kühl und da ist es nicht so schlimm. Und hier hört man schon das Summen von den Bienen. Und da vorne diese Schlucht, wo ich jetzt dann raufgehe. Ein Blick zurück. Da schon die erste Brätlistelle. Aber die ist mir zu früh. Und diese Schlucht, wo ich jetzt raufgehe, hat sogar der goldene Wegweiser 2000 bekommen. So, jetzt geht's hier weiter. Da vorne gibt es noch eine Informationstafel. Von dieser bekannten Schlucht, wo ich jetzt dann raufgehe. Wow, schon schön. Ich befinde mich jetzt ungefähr hier und gehe hier hoch. Also das da hier werde ich heute machen, dann nach vorne und dann hier hoch auf den Chasseral. Und dann werde ich diesen Abstieg hier machen. Da sieht man mich wieder, so hier runter. Ja, schön. Jetzt bin ich bei dem Bach, der mich zum ersten Mal begleitet, hier durch die Schlucht hoch. Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, ich habe Ihnen noch eine sehr schöne Mitteilung zu machen. Heute habe ich noch ein Jubiläum. Seit 2018, im Januar, habe ich angefangen, all meine Wanderungen aufzuzeichnen. Und heute, auf dieser schönen Tour, werde ich
meinen 2000. Kilometer erreichen. Ist das nicht ein Jubiläum wert? Ich will damit nicht angeben. Aber ist doch schön, wenn man nach all dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, das doch erreichen konnte. Jetzt hat es mit der Steigung begonnen und da doch schon ein ziemlich wilder Bach, aber er führt nicht so viel Wasser, wobei in den letzten Tagen, vermute ich, hat es hier auch noch anders ausgesehen. Wir hatten sehr viel Niederschlag und unsere Schweizer Flüsse sind eigentlich voll mit Wasser. Schon eine kleine Engstelle. Es wird immer romantischer. Die erste Brücke. Ist alles durcheinander oben. Und da kommt schon die zweite. Mal einen Blick zurück zu der ersten. Sehr interessant. Wirklich sehenswert da hinten. Das Haus sieht von da unten, bin ich jetzt hergekommen, da ist eine riesige Delle in der Brücke, da schon voll in der Schlucht drin. Ich bin auch schon Wanderern begegnet, bin also heute nicht der Einzige, der hier durchgeht. Da wurde ein Teil weggefressen. Und da vorne kommt schon wieder eine Brücke. Und da bin ich wirklich schon voll in der Schlucht drin. Noch einmal ein Blick zurück. Und da kommt wieder ganz interessant auf einer Brücke Felsen entlang. Und da oben ist ein Schutz, dass Steine nicht runter können.
da könnte ich noch einen anderen Weg nehmen. Wobei, die kommen dann oben wieder zusammen. Vorher, beim vorderen Bild, hat man sogar noch Hagelkörner vom letzten schweren Gewitter gesehen. Und es sind jetzt doch schon wieder ein paar Tage her. Da bin ich jetzt so in einer Zwischenstufe wieder. Es ist da nicht mehr so schluchtartig. Und unten komme ich jetzt her. Und jetzt geht es hier Treppen hoch. Es geht doch schon ziemlich steil jetzt runter. Da hier führt der Bach kein Wasser mehr. Und jetzt diese Treppe da. Nehme ich die in Angriff. Schaut einmal, was da alles runtergekommen ist. Sicher alles beim letzten Unwetter. Da hätte man unmöglich den Weg passieren können. Nachher ist alles hier runter. Da alles runtergekommen ist. Das muss wahnsinnig gemacht haben hier hinten. Jetzt kommen dann schon bald die interessanten Leiten da hinten. Lasst euch überraschen. Es wird noch viel interessanter, als es jetzt bis jetzt war. Da hinten verschlägt es mir jetzt wirklich wieder die Sprache. Schaut mal. Nein. Ist das fantastisch da. Oh.
Ich muss sagen, ich bin hier im Jura und nicht etwa in den Alpen. Da bin ich jetzt froh, dass kein Wasser mehr kommt. Wow, sieht das da hinten aus? Da fragt man sich schon, wo man dahin kommt. Diese hohen Felswände. Oha. So. Jetzt geht es diese steile Treppe hoch. Wo komme ich da noch hin? Oh, da geht es auch schon ziemlich runter. Und jetzt, oh, da ist noch eine kleine Höhle. Jetzt geht es hier hoch. So, die erste längere Leiter. Liebe Wanderbrüder, ich muss im Moment an euch denken. Das wäre definitiv nichts für euch hier. Dieser Aufstieg. Ihr habt das letzte Mal, wo ihr auf dem Chastral oben wart, das richtig gemacht. Aber genießt es jetzt einfach in eurem Wohnzimmer. So, da muss ich jetzt, glaube ich, die Kamera ein bisschen wegstecken. Das ist die Leiter. Und jetzt komme ich hier in den Talkessel. Ganz am Schluss. Irgendwo da geht der Weg hoch. Nochmal einen Blick in diesen Kessel rein. Oh. Jetzt geht der Weg hier hoch. Und hier geht's runter. Da kommt der Wanderweg rauf und da geht er weiter. Es wird immer interessanter.
geht das runter. Wow. Und da dieses Gullor hoch. Wow. Da geht es jetzt hoch. Oh, und da drüben, diese Felswand, ist das schön. Jetzt habe ich doch schon ziemlich an Höhe gewonnen. Jetzt geht es wieder runter. Da unterhalb wäre jetzt die Felswand, die wir vor uns gesehen haben. Dadurch ist wirklich nur für Schwindelfreie. Sonst würde ich das niemandem empfehlen. Und da ein Blick ins Tal runter. Da wieder hoch. Die nächste Felsstufe zu nehmen. Da ziemlich ein Gullor. Soviel ich weiß, sind wir jetzt schon bald oben. Das ist wahnsinnig, wie das da runter geht. Dann da der Weg wieder einen Bogen und geht hier hoch. Diese schroffe Felswände. Da sieht man den Weg hochkommen. Jetzt gehe ich so hinten durch da. Mal ein bisschen rauf. Dann ist noch mal so ein Kessel. Wo wir noch mal überwinden müssen. Wow. Da kommt sogar noch Wasser. Das dann unten irgendwo versickert. Und darunter, da sieht man noch den Weg. Da wird man sogar noch fast ein bisschen nass. Jetzt geht's hier auf. Da kommt an allen Stellen Wasser runter.
Das muss hier sehr nass sein. Und jetzt schaut mal, wie das schön aussieht hier, das Tal runter. Da oben sieht man jetzt den Weg. Und noch ein bisschen weiter oben komme ich dann, glaube ich, schon aus dem Wald wieder raus. Auf eine Ebene. Da noch einen Blick hier runter. So, ich habe es jetzt geschafft. Das ist der oberste Teil noch von der Schlucht. Ich komme jetzt dann nach draußen. Es war also eine wirklich ein toller Aufstieg. Und für das nur eine freiwillige Spende. Wow, dieser Ausblick da oben. Und wird dann noch viel schöner oben. Ich hoffe, dass ich heute die Alpen sehe. So, da wollen Sie es noch mal wissen. Das muss ein alter Flieger sein, der da oben fliegt. So, jetzt komme ich dann an die Sonne. Der Aufstieg ist jetzt angeschafft. Noch eine Sitzgelegenheit. Da hört man jetzt auch wieder das Singen von den Vögeln. So schön. Eine ganz schöne Stelle. Jetzt komme ich zum ersten Mal wieder ein bisschen aus dem Wald raus. Jetzt da Richtung Chasseral. Noch eine Stunde und 10 Minuten. So, jetzt komme ich auf die erste Alpweide. Dort oben ist der Chasseral. Das ist mein Ziel. Also noch ziemlich einen Aufstieg.